Ebenfalls eine Sache, die auf diesem Event stattfindet, ist jetzt unser Talk hier. Carsten, ja, ist eine feste Größe auf den Datenspuren. Ich kenne dich jetzt seit fast 10 Jahren, damals, als wir mit anderen zusammen die Hochschulgruppe Freie Software, Freies Wissen gegründet haben. Und es ist ja mal so ein bisschen ein Meme, dass Techniker immer dazu tendieren, technische Lösungen für Dinge zu finden. Und ich glaube, du hast dich da so ein bisschen losgelöst über die Zeit und versuchst, mehr die sozialen Fragen zu arbeiten. Und dementsprechend geht es darum heute, wie können wir eventuell unsere Diskussionskultur fixen. Ich werde jetzt meine Stimme fixen gehen, weil das klingt dir nicht gut und du übernimmst das. Alles klar, ganz vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist, wie gesagt, Carsten. Ihr kennt mich vielleicht von der Hochschulgruppe für Freie Software und Freies Wissen, vielleicht auch von Bits und Bäume. Jetzt heute habe ich einen anderen Hut auf, nämlich der von der Organisation oder der Initiative für konstruktive digitale Diskussionskultur. Abgekürzt mit dem schwer aussprechbaren Namen KDDK. Der Ausgangspunkt zur Gründung dieser Initiative war die Beobachtung, dass die Diskussionskultur im digitalen Raum sehr oft sehr schlecht ist. Ich vermute mal, dass diese Erkenntnis wird jetzt niemanden wirklich überraschen. Ich will sie trotzdem ein kleines bisschen ausführen. Denn wenn man zum Beispiel im technischen Bereich auf Mailinglisten unterwegs ist, dann, also die Linux-Kernel-Mailingliste hat, glaube ich, ein paar ikonische Beispiele hervorgebracht, wie Diskussionen eskalieren können. Wir werden dann nachher noch ein Beispiel von einer anderen Mailingliste sehen, wo das auch passiert ist. Also das heißt, das Problem gibt es eigentlich schon, solange es digitale Kommunikation gibt. Und das ist auch nicht überraschend, weil eigentlich gibt es ja, sagen wir mal, Konflikte, solange es Menschen gibt. Im digitalen Raum scheint sich das Ganze noch mal ein bisschen zuzuspitzen, aber dazu komme ich dann auch gleich noch mal. Grundsätzlich kann man sagen, Menschen machen frustrierende Erfahrungen und daraus resultiert, dass Gruppen schlechte Entscheidungen treffen und das wiederum ist erstens ein bisschen traurig, aber zweitens auch schlecht für die Demokratie und um die ist es ja aktuell nicht gerade so grandios bestellt, sowohl bei uns als auch anderswo. Deswegen war dann der spontane Gedanke, na, lass uns doch mal versuchen, daran was zu ändern oder erstmal das Problem besser zu verstehen. Und das hat im Juni letzten Jahres zur Gründung der Initiative für konstruktive digitale Diskussionskultur geführt. Das ist letzten Endes ein Aufruf im Fediverse gewesen, auf den sich ein paar Leute gemeldet haben. Und seitdem gibt es eine Chatgruppe. Und wir haben erstmal dann uns ein paar Mal online getroffen, um interne Meinungsbildungen zu machen, das Problem zu analysieren. Dann gab es letztes Jahr hier auf den Datenspuren schon mal einen Workshop dazu. Im November letzten Jahres ist dann ein Positionspapier erschienen. Im Dezember gab es einen Firechance-Vortrag. Da gibt es auch ein Video dazu, der das Positionspapier einfach noch mal ein bisschen erläutert. Und in 2024 gab es dann verschiedene Online-Veranstaltungen unter dem Oberbegriff Salon. Also das heißt, wir haben zum Teil selber was gemacht, zum Teil haben wir Leute eingeladen, die ein bisschen was erzählt haben. Es ist ein bisschen Tool-Entwicklung passiert und aktuell befindet sich noch ein Datenschleuderbeitrag zu dem Thema in Arbeit. Also das sind die bisherigen Aktivitäten der Initiative. Und weil es am ehesten noch auf diese Folie hier gepasst hat, die Informationen, also diese Folien sind auch jetzt schon verfügbar online, weil hier sind einige Links drin und das ist natürlich nicht so hilfreich, wenn da einfach ein blaues Wort auf den Folien drauf ist. Deswegen ist das eine einigermaßen hoffentlich akzeptable URL. Genau. Wer da auf die Links mit draufklicken will, jetzt oder später. Gut, zur Motivation. Ich hatte ja schon gesagt, es gab auch hier im näheren Umfeld Mailinglisten, die nicht immer die allerkonstruktivste Diskussionskultur haben. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann, aber ich hoffe, das war eine Diskussion, sag ich mal so, die 2018 stattgefunden hat auf der C3D2 Mailingliste, wo es um die Festlegung eines neuen Plenumstermins ging. Und ursprünglich ging es nur um Datum und Uhrzeit. Aus der Uhrzeitfrage ist aber die Frage entstanden, ob systematisch Menschen mit Kindern diskriminiert werden, weil das dann sozusagen das Plenum genau in der Uhrzeit liegen
sollte oder wo ein Vorschlag war, wo andere Leute oder wo manche Leute ihre Kinder ins Bett bringen und da haben sich dann Leute angegriffen gefühlt, dann ging es ganz schön hin und her und dann wurde auch von mindestens einer Person mit dem Hinschmeißen des Ganzen gedroht und dann ist, glaube ich, erstmal allen klar geworden, dass das hier unnötig eskaliert ist und dann wurde das Ganze wieder eingefangen, aber man sieht, das hat sich vom 1.1. bis zum 19.1. hingezogen, also es ist nicht chronologisch, sondern hier ist der 19.1., also das heißt, das hat Menschen über 2 Wochen beschäftigt und da ist natürlich, steckt auch viel Zeit drin und negative Emotionen und ich könnte mir vorstellen, alle hätten ursprünglich was Besseres mit dieser Zeit und mit dieser Energie vorgehabt. Ein anderes Beispiel ist noch nicht so lange her, das war letztes Jahr im Oktober. Das startet, also das ist hier eine Visualisierung eines Mastodon-Diskussionsbaumes. Daran sieht man, dass ich durchaus auch aus einer technischen Prägung komme. Wenn mich irgendwas interessiert, dann ist schon erstmal der erste Impuls, mal gucken, ob man mit einem Tool da irgendwas machen kann. Und da habe ich mir ein Tool gebaut, was sozusagen so Mastodon-Diskussionen ein bisschen visualisiert. Und der Ausgangspost, also dieses kleine Kästchen hier oben, war ein Redakteur der ARD oder vielleicht ist er auch freiberuflich tätig und der hat einfach einen Tweet oder einen Tut abgesetzt, eine Nachricht abgesetzt mit gleichmachtes Zoom und hat seine Freude zum Ausdruck gebracht, dass er jetzt gleich eine Zoom-Konferenz mit einer interessanten Person hat. Und daraufhin haben einige Leute erstmal neutral gesagt, naja, Zoom, sie haben ein bisschen eine problematische Plattform und Datenschutz und überhaupt und so. Und aus einigen dieser Nachrichten, hauptsächlich aus, ich glaube aus dieser hier, ist dann dieser ganze Rattenschwanz hier geworden, wo manche sich angegriffen haben und gesagt haben, ja, was will man denn sonst nehmen und ihr immer mit eurem alternativen Kram und es funktioniert doch alles nicht und hin und her und hin und her. Und da kam, ich habe es mal überschlagen, also über 30 Seiten eng bedruckter A4-Text wäre da rausgekommen, wenn man das alles aneinander gehangen hätte. Und es haben, ich glaube, 3 Leute haben hier über die Hälfte der Posts verfasst. Also die haben wirklich große Teile eines Wochenendes da reingesteckt in diese Diskussion. Entzündet an auf wirklichen Lappalie. Ne? Und daraus, aus diesen beiden Beispielen, Vielleicht noch ein anderes Beispiel, da habe ich jetzt keine Folie dazu, aber vielleicht können sich einige noch daran erinnern. Als der erste Kongress wieder in Präsenz stattfinden sollte oder dann auch stattgefunden hat, gab es im Vorfeld eine Diskussion, ob der eine Maskenpflicht haben soll oder nicht. Und auch da ging die Meinung sehr stark auseinander, aber diese Formulierung, die verschweigt, dass da sozusagen auch sehr viel, ich sag mal, existenzielle Emotionen mit im Spiel waren und Menschen sich nicht gehört gefühlt haben oder nicht ernst genommen und also da ging auf beiden Seiten sozusagen, ging es hoch her. Da gab es leider nicht so einen großen Thread, sondern das ist irgendwie verteilt gewesen auf verschiedene Threads und das macht auch einen Teil des Problems aus, dass sozusagen die digitale Diskussion, die gibt es ja gar nicht, sondern es gibt ganz viele verschiedene, die manchmal stärker, manchmal schwächer, zeitlich asynchron irgendwie miteinander in Verbindung stehen. Ne? Aus diesen Beispielen kann man jetzt so ein bisschen abstrakte Analyseerkenntnisse rausziehen, nämlich einerseits, dass schwammige Appelle schlecht funktionieren, also zumindest, wenn sie alleine sind. Denn Appelle, Leute, reißt euch doch mal zusammen und im Chaos-Umfeld gibt es ja Be excellent to each other. Es hilft vielleicht ein bisschen was, aber es löst das Problem nicht. Ne? Und meine Erkenntnis ist, dass sozusagen das Rauschen von Nachrichten, die unkonstruktiv sind, dass das schwer zu verhindern ist wahrscheinlich. Also klar kann man sich wünschen, dass alle Menschen irgendwie sich ordentlich verhalten, aber wenn man ehrlich ist, ist das unrealistisch, dass das Problem alleine löst. Das heißt, die Erkenntnis, die ich daraus gezogen habe oder die wir auch in der Gruppe dann, wo wir uns einig sind, dass das Signal-Rausch-Verhältnis besser werden sollte. Also das heißt, die Nachrichten, die wirklich konstruktive
Anteile enthalten oder die, die sich ordentlich beteiligen wollen, die müssten sichtbarer werden und die sollen nicht in dem ganzen, ich sag mal, entweder irrelevanten oder sogar schädlichen Nachrichten oder aggressiven Nachrichten untergehen. Und um dieses Signal-Rausch-Verhältnis zu verbessern, gibt es eigentlich auch schon eine ganz gut etablierte Technologie, nämlich Hashtags. Denn, das muss man ja auch sagen, was Signal ist und was Rauschen ist, das ist ja sozusagen eine subjektive Entscheidung auch. Also manche Leute interessieren sich für irgendwas nicht und andere Leute interessieren sich gerade dafür. Ne? Und Hashtags bieten eine Möglichkeit, sozusagen subjektiv sein Signal-Rausch-Verhältnis deutlich zu verbessern. Die zweite Erkenntnis ist, dass auch in Gruppen kluger und grundsätzlich wohlgesonnener Menschen das kommunikative Problem besteht. Also dass digitale Diskussionen irgendwie häufig eskalieren und eine Quelle von Frustration sind. Das heißt also, wir müssen irgendwie anerkennen, wir alle sind Teil dieses Problems. Es gibt nicht irgendwie die anderen, die irgendwie immer dumme Bemerkungen machen oder so, sondern uns selber kann das auch passieren. Auch ich habe zum Thema Zoom schon Nachrichten geschrieben, jetzt nicht in diesem Thread, aber in einer anderen, die dann, wo mir dann hinterher gespiegelt wurde, dass die nicht so gut angekommen sind. Das war dann über eine Mailingliste, aber ähnliches Problem. Das heißt aber, wenn wir selber anerkennen, dass wir Teil des Problems sind, dann ist das erstmal eine Verantwortungsübernahme, aber gleichzeitig auch eine Selbstermächtigung in dem Sinne, dass wir es auch in der Hand haben, Teil der Lösung zu sein. Und deswegen die konkrete Lösungsidee, die jetzt im Titel des Vortrags mit Bottom-up, Opt-in bezeichnet ist. Man könnte es auch als Selbstverpflichtung with Benefits nennen. Und das möchte ich jetzt näher vorstellen. Der Kern sind insgesamt 5 Schritte. Schritt 1 ist, eine Koalition der Willigen zu formen. Also das heißt erstmal, man könnte es auch Early Adopters nennen, also eine Gruppe von Menschen, die Analyse erstmal einigermaßen teilt und sagt, ja, wir wollen in dieser Art an dem Problem arbeiten. Der Schritt 2 ist, einen Satz von Regeln festzulegen. Entwurf dieser Regeln kommt dann gleich. Der Schritt 3 ist, entsprechende Anreizstrukturen zu etablieren. Parallel dazu wahrscheinlich ein paar Hilfsmittel zu implementieren. Und der Schritt 5 ist es dann, das Ganze auszuprobieren, zu gucken, wie es skaliert, was man lernen kann und wie man es vielleicht sozusagen groß ausrollen kann. Und jetzt kommen ein paar Folien mit ausformulierten Vorschlägen für Regeln. Und die Regel Nummer 1, beziehungsweise die Präambel, das ist, glaube ich, in der Nummerierung dann Regel 0, ist, ich werde jetzt die Regeln einfach vorlesen und danach gibt es sicher noch viele Möglichkeiten, das zu diskutieren. Also in der Präambel steht, ich möchte an konstruktiven und respektvollen Dialogen teilnehmen. Dieser Anspruch gilt insbesondere auch für die Kommunikation bezogen auf Menschen mit anderen Meinungen und Überzeugungen. Dazu verpflichte ich mich, in meinen mit dem Hashtag SVKD getaggten Beiträgen, falls nötig, zur Deeskalation beizutragen und folgende Regeln zu beachten. Also wir sehen auch hier, Hashtags spielen eine gewisse Rolle in der Idee. Regel Nummer 1 ist jetzt, beim Verfassen eines Beitrags mache ich mir klar, dass die Möglichkeit besteht, dass ich mich irre oder falsch bzw. unvollständig informiert bin. Regel Nummer 2, während konkrete Sachkritik, zum Beispiel bezogen auf Aussagen oder Verhaltensweisen, oft gerechtfertigt ist, vermeide ich pauschale Kritik an Personen oder Gruppen. Regel Nummer 3, ich trenne die objektive Beschreibung von der subjektiven Bewertung, so klar es geht. Regel Nummer 4, ich verfasse meine Beiträge so ehrlich und unmissverständlich wie möglich. Strittige Aussagen begründe ich plausibel. Regel Nummer 5, ich vermeide sinnverzerrendes aus dem Kontext reißen und bewusstes Missverstehen von anderen Beiträgen. Regel Nummer 6, ich korrigiere meine Fehler. Und Regel Nummer 7, ich blocke keine TeilnehmerInnen aufgrund von getaggten Beiträgen, also das heißt von Beiträgen, die den Hashtag haben, ohne sie vorgewarnt und ihr eine zweite Chance gegeben zu haben. Genau, das sind jetzt erstmal die Regeln und wie gesagt, das ist der Entwurf, also sowohl
die Anzahl, als auch die Formulierung, als auch die Reihenfolge und so, das ist natürlich alles offen. Das soll sozusagen erstmal die Diskussion in Gang bringen. Der Arbeitstitel für das Konzept ist Selbstverpflichtung, konstruktive Diskussion. Auch wieder ein Hashtag ohne Vokale oder eine Abkürzung ohne Vokale. Irgendwie ist das ein Fluch, der mir anhaftet. Das ist jetzt praktisch der Arbeitstitel für den Hashtag SVKD. Die Idee ist jetzt sozusagen in einer Startphase, dass sich interessierte Menschen, also das, was ich vorhin Koalition der Willigen genannt habe, dass sich diese Gruppe bildet und Regeln in der Gruppe abstimmen. Also das heißt, welche es überhaupt gibt und wie sie ausformuliert sein sollten und so weiter. Und dass man dann noch zu jedem Text irgendwie ein bisschen aufklappbaren Erklärungstext, zu jeder Regel noch einen aufklappbaren Erklärungstext formuliert, gegebenenfalls mit Beispielen, also so, dass es irgendwie didaktisch gut verdaubar ist. Und die Regeln können dann auf einer Webseite veröffentlicht werden und in einem Git-Repo getrackt werden, dass also auch klar ist, das sind jetzt immer noch die Regeln, denen ich zugestimmt habe. Dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wenn es eine Testphase dieser Regeln gibt, in der sie einfach geändert werden können. Und dann irgendwann, wenn man sagt, das hat sich jetzt einigermaßen bewährt, könnte man zum Betriebsmodus übergehen. Das heißt also, das ist jetzt dieser Opt-in-Anteil, dass man als Account, um es einfacher verständlich zu machen, können wir uns jetzt vorstellen, ein Social-Media-Account, zum Beispiel im Fediverse, dass man, wenn man sagt, ich möchte an diesem System teilnehmen, dann folge ich einem Funktions-Account. Und dadurch, dass ich diesem Funktions-Account folge, habe ich schon mal sozusagen grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, mich entsprechend dieser Regeln zu verhalten. Da aber, und das ist jetzt der eigentliche Punkt, da aber diese Regeln viel strenger sind als die üblichen kommunikativen Gepflogenheiten. Also das heißt, Polemik irgendwie, bisschen schwarzer Humor und so, ist ja eigentlich laut diesen Regeln nicht möglich. Es ist völlig unrealistisch, dass sich Menschen ständig daran halten. Weil das macht einfach dann keinen Spaß, nimmt irgendwie den Reiz von Social Media oder auch von anderen Kommunikationen. Und deswegen ist jetzt die Idee, dass einzelne Beiträge mit diesem Hashtag gekennzeichnet werden und nur diese Beiträge sozusagen unterstehen dann der Selbstverpflichtung auf diese Regeln. Das heißt also, man sendet dann das Signal, dass dieser Beitrag sich an die Selbstverpflichtung hält, dass der also einen höheren Qualitätsanspruch an sich selber stellt und deswegen auch mehr Aufmerksamkeit verdient. Und dadurch, dass man bewusst aktiv, also opt-in, diesen Hashtag einfügen muss, ist es eine aktiv getroffene Entscheidung. Das heißt, es ermöglicht nochmal eine kritische Selbstreflexion. Ist das, was ich jetzt hier sagen will, entspricht das wirklich den Regeln? Natürlich ist jetzt sofort die Frage, ja, der Hashtag könnte ja dann missbraucht werden. Das ist ja eine extra Einladung an Trolle, dann einfach irgendwie Quatsch unter diesem Hashtag zu posten. Aber dann kommt der erste Teil ins Spiel, nämlich, dass man sozusagen erstmal grundsätzlich Teil dieser Community sein muss, also indem man sozusagen einem Funktionsaccount folgt. Und wenn sich irgendein Account rausstellt, als dass er den Hashtag missbraucht, dann kann er einfach von dem Funktionsaccount geblockt werden und dann trifft sozusagen eine von diesen beiden notwendigen Bedingungen nicht mehr zu. Wofür notwendige Bedingungen? Nämlich, dass man sozusagen mit diesem höheren Qualitätsanspruch auch ein Plus an Aufmerksamkeit bekommt, indem man sozusagen in einer speziellen Ansicht nur die Beiträge sieht, die den Hashtag haben und die von Accounts stammen, die nicht also die dem Funktionsaccount folgen. Genau. Jetzt ist natürlich dann wieder die Frage, wie entscheidet man, was jetzt ein Troll ist und was nicht? Weil da werden dann in Grenzfällen logischerweise, sonst wären es keine Grenzfälle, auch die Meinungen auseinandergehen. Und dann ist die Idee, na gut, dann könnte man das von einem freiwilligen Gremium, was zum Beispiel gelost oder gewählt wird, auf Basis der Regeln ausdiskutieren. Also das heißt, dass man jetzt möglichst wenig Macht, also diskursive Macht in einzelnen Personen sozusagen konzentriert. Und
irgendwie muss man das Ganze mal bootstrappen, dass sozusagen eine hinreichende Anzahl an wohlgesonnenen AkteurInnen da ist, um das System aufzusetzen. Aber ab dann könnte es, das ist zumindest jetzt die These, von selber organisch wachsen. Was ist jetzt für ein Individuum der Anreiz, diese Regeln anzuerkennen, also da insgesamt mitzumachen, sich diesen strengeren Qualitätsmaßstäben in bestimmten Situationen zu unterwerfen? Der erste Anreiz ist, dass man mehr Aufmerksamkeit für die eigenen Beiträge bekommt. Zunächst erstmal in dieser Bubble, die überhaupt wissen, worum es geht, aber dann vielleicht auch, weil sich irgendwie qualitative Beiträge dann doch irgendwie besser verbreiten, auch insgesamt. Der zweite Anreiz ist, dass man dann, wenn man einmal in dieser sozusagen konstruktiven Diskussionscommunity ist, sich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Hilfe erwarten kann, wenn man selber sich in einer unfairen Diskussionssituation verstrickt sieht. Also mir ist das tatsächlich mal passiert, dass ich versucht habe, irgendwo schlichtend einzugreifen und dann irgendwie selber zum Ziel geworden bin. Und da wäre es irgendwie cool gewesen, wenn dann auch ein paar mehr Stimmen noch gesagt hätten. Also es ist dann tatsächlich, mir sind auch Leute beigesprungen, aber wenn man in so einer Gruppe ist, funktioniert es vielleicht besser. Das dritte ist, dass es ein nach außen sichtbares Zeichen für das Engagement, für sozusagen ein besseres Internet gesehen werden kann. Also so ähnlich wie man im Analogen einen Button an der Kleidung hat, könnte man jetzt sagen, hier, ich bin Teil dieser Initiative oder dieser Community, die sich für eine bessere Diskussionskultur einsetzt. Und das ganz objektive Ergebnis, oder das wäre die Hoffnung, dass es dann einfach bessere Diskussionsergebnisse gibt, von denen dann am Ende alle profitieren und von denen dann zum Beispiel auch Gruppen profitieren, weil sie bessere Entscheidungen treffen oder weniger frustrierende Entscheidungsprozesse haben. Genau, also jetzt noch ein paar technische Dinge, dass die Regeln in einem Git-Repo liegen sollten, ist wahrscheinlich selbstverständlich, eben damit jetzt dann nicht eine kritische Regel noch rausgenommen oder hinzugenommen werden kann, wenn es halt gerade mal den Leuten passt, die Zugriff auf die Webseite haben. Wie man dann Regeländerungen, zum Beispiel Ergänzungen und so weiter, organisiert, das müsste noch entschieden werden, aber sowas wie eine Zweidrittelmehrheit der Leute, die jetzt aktuell sozusagen schon dabei sind, scheint mir, also die dann zu dem Zeitpunkt dabei sind, erscheint mir plausibel. Dann wäre es natürlich gut, wenn die Leute, die schon dabei sind, dazu ermuntert werden, zu der Verbreitung dieser Regeln beizutragen. Also zum Beispiel durch Sharepacks oder durch explizite Thematisierung oder so. Und wenn das Konzept eine Testphase erfolgreich übersteht, dann wäre es, glaube ich, ein sinnvoller Schritt, irgendwie reichweitenstarke Accounts möglichst aus verschiedenen Blasen als MultiplikatorInnen zu gewinnen. Noch ein paar potenzielle Umsetzungsaspekte. Ich habe das Ganze jetzt sozusagen hauptsächlich aus der Perspektive des Fativerse erklärt. Aber grundsätzlich ist das Konzept weitgehend unabhängig von der konkreten Kommunikationsplattform. Also das ist wichtig. Man muss jetzt keine neue Plattform schaffen, sondern die Plattformen sind da, die Technologie ist da mit den Hashtags. Man braucht sozusagen nur, im einfachsten Fall nur eine Suchfunktion. Und dann vielleicht ein bisschen Zusatzsoftware. Aber man muss sozusagen nicht das Rad neu erfinden, weil das wäre völlig unrealistisch, auf sozusagen eine eigene Plattform zu launchen. Da ist dann nichts los und das geht wahrscheinlich ein. Es kann also von existierenden Communities verwendet werden. Das heißt, es ist so eine Art Metaebene oder Zusatzlayer, die man da drauflegt. Und es kann halt auch völlig einseitig begonnen werden. Also das heißt, man muss jetzt nicht die ganze Gruppe davon überzeugen, sondern man kann einfach jetzt sagen, ich benutze diesen Hashtag und wer mehr dazu wissen will, der kann gerne fragen. Und wen es egal ist, der ignoriert halt einen Hashtag. Das heißt, es hat grundsätzlich ganz gute Skalierbarkeitseigenschaften, zumindest jetzt meiner Theorie nach. Der konkrete nächste Schritt wäre jetzt, Menschen und Themen zu finden, um das Konzept auszuprobieren. Es braucht halt doch eine gewisse, sagen wir mal, kritische Masse. Wenn man das zu zweit macht und sich vorher verabredet, dann funktioniert es nicht so gut. Also wir haben das mal versucht, sozusagen einen Beispieldialog zu machen, dass
das war dann halt sehr gekünstelt. Vielleicht müsste man sich da noch mal mehr Mühe geben. Aber spannend wäre natürlich wirklich mal eine Frage, wo es einen gewissen Dissens gibt, aber der vielleicht nicht so völliges Eskalationspotenzial hat, wo irgendwie Existenzen dranhängen oder so. Also das heißt, wenn ihr Themen habt, wo ihr wisst, ja, das ist ein bisschen Reizthema oder so, aber eigentlich sind alle, die dazu eine starke Meinung haben, auch gewillt und grundsätzlich guter Dinge, dann wäre das super, damit könnte man das mal ausprobieren. Zum Abschluss noch einen pathetischen Ausblick. Also gestern war ja globaler Klimastreik und dort war quasi der Tenor, ja, die Lage ist ernst, nicht nur beim Klimathema, sondern auch allgemein in der Gesellschaft. Wir haben weltweit haarsträubende und grausame Konflikte, es gibt Repressionen, die Zukunftsaussichten sind nicht so rosig. Das könnte jetzt sehr deprimierend sein. Auf der anderen Seite könnte man sagen, das ist kein Alleinstellungsmerkmal jetzt dieses Jahrzehnts, sondern eigentlich gab es in der menschlichen Geschichte immer wieder Phasen oder fast immer waren Zustände, die nicht so rosig waren. Und das heißt auch wieder im Umkehrschluss, wir können selber was daran ändern. Also das heißt, es gibt grundsätzlich enormes Potenzial, Dinge zu verbessern, und Verbesserungen im öffentlichen Diskurs stehen da für mich an einer sehr prominenten Stelle, weil man damit verhältnismäßig wenig Aufwand sehr viel negative Folgen verhindern kann. Klar ist aber auch, positive Veränderungen sind kein Selbstläufer. Das individuelle Engagement ist enorm wichtig. Damit komme ich zur Zusammenfassung. Mir geht es darum, die eigene Verantwortung anzuerkennen und daraus auch eine gewisse Handlungsmacht zu schöpfen. Deswegen die Idee einer Selbstverpflichtung with Benefits, ein Konzept, was das Potenzial zur Skalierbarkeit hat, und das jetzt hier ist sozusagen als Diskussionsgrundlage mal in den Raum gestellt, und selbstverständlich ist Feedback und Kritik sehr herzlich willkommen. Damit bin ich am Ende und freue mich jetzt sehr auf Fragen und eine spannende Diskussion. Vielen Dank. Bin ich jetzt? Ja, sehr gut, jetzt bin ich zu hören. Du hast uns sehr viel Zeit für Fragen gelassen, noch eine ganze Viertelstunde. Wer hat Fragen aus dem Publikum? Ich sehe sehr viele Hände hochgehen, dann fange ich mal mich so an, ein bisschen hier in die Richtung durchzuarbeiten. Danke, hallo. Danke für die Idee. Content Warning, ich werde jetzt das ein bisschen madig machen aus meiner Sicht. Also ich habe zwei Dinge. Erstens, ist nicht immer klar, wer wohlmeinend ist und wer was sozusagen das Good Outcome wäre in einer sag ich mal, angeheizten Diskussion. Ich nehme da als Beispiel, also gerade wenn die Gruppe halt strukturell ein Problem hat. Ich nehme als Beispiel die Diskussion im FEDI, Content Warnings versus struktureller Rassismus, und werde das jetzt nie lange und breit ausbreiten. Leute können sich das selber angucken. Und als zweites, also ich kann mir gut vorstellen, wie das funktioniert für Leute, die innerhalb der Gruppe drin sind. Aber wenn es, sag ich mal, ein gewisses Grundrauschen an Bad Actors gibt, es muss ja sozusagen für Leute, welche nicht in der Gruppe drin sind, relativ schnell klar ersichtlich sein, dass das Konzept funktioniert. Und wenn ich, sag ich mal, drei Trolle habe, die sich mit einem spezifischen Hashtag dann halt quer über eine andere Diskussion hinweg sozusagen destruktiv verhalten, sehe ich als Außenstehender nie wirklich, dass das funktioniert, weil ich halt das gesamte Rauschen sehe. Das sind meine zwei Punkte. Okay, Punkt 1, klar, ist schwierig. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich ihn völlig verstanden habe, aber ich würde einfach mal so eine Universalantwort geben. Die Leute,
die das Konzept doof finden, die können es halt ignorieren. Also das heißt, das ist jedem unbenommen und das Schlimmste, was denen passiert ist, dass sie einen Hashtag sehen, den sie nicht leiden können oder dann blocken sie halt den Hashtag oder so. Der zweite Punkt ist, glaube ich, der, wo ich ein bisschen mehr dazu noch sagen kann, nämlich das Ganze mit der Sichtbarkeit, also wie kriegt man sozusagen überhaupt, wenn man sich entsprechend der Regeln verhält, wie kriegt man dann mehr Sichtbarkeit? Das müsste tatsächlich in der aktuellen Phase über ein Zusatztool gewährleistet sein. Das heißt, also da gibt es auch schon eine Prototyp-Implementierung, die zum Beispiel in einem Antwortbaum die Nachrichten rausfiltert, die einen bestimmten Hashtag haben. Und das heißt, die Trolle, die dann sich als Bad Actors irgendwie da versuchen wollen, mit einzuklinken, die sind dort dann einfach nicht sichtbar. Also das heißt, die können den Hashtag auch verwenden, wo die eingebaut sind. Die können den Hashtag verwenden, aber wenn sie ihn missbräuchlich verwenden, werden sie von dem Funktionsaccount geblockt. Und das ist sozusagen die zweite Bedingung. Also das heißt, um in dem Zusatztool sichtbar zu sein, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein. Die Nachricht enthält den Hashtag und der Account ist nicht geblockt. Und das heißt, ich bin der Meinung, dass man das relativ einhegen kann. Man wird es nicht komplett verhindern können, aber dann kann man wahrscheinlich relativ schnell sagen, ja okay, kommt halt auf die Blockliste. Und zwar nicht auf eine Instanzblockliste, die ja aus sinnvollen Gründen sozusagen relativ liberal ist, was sie zulässt. Also zum Beispiel irgendwie schlechte Witze oder so ist halt kein Grund, warum man von der Instanz geschmissen wird. Aber es könnte durchaus ein Grund sein, warum man in der sozusagen Zusatzansicht nicht auftaucht. Ne? Also das heißt, dort sind allein die Regeln ausschlaggebend und wer sich halt nicht an die Regeln hält, wird halt nicht angezeigt und ist dann ansonsten einfach bloß eine random Nachricht, also ist halt Teil des Rauschens. Und wer damit fein ist, Teil des Rauschens zu sein, ja, gerne. Genau, ich habe eine Frage zu der Umsetzung auf Messenger und zwar, also dieser Punkt mit, du bist Teil der Community, wie würdest du das umsetzen? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man eine extra Chatgruppe macht, aber das ist, also ja. Das ist einfach die Frage. Ja, das binäre Merkmal, ist man Teil der Community oder nicht, ist im Prinzip, folgt man dem Funktionsaccount. Also das ist sozusagen sehr, sehr niedrigschwellig, wenn man dem Funktionsaccount folgt, dann hat man grundsätzlich diese Regeln anerkannt und wenn man sich dann nicht entsprechend dieser Regeln verhält, wird man von dem Funktionsaccount geblockt. Und ob man dann noch zusätzlich Chatgruppen macht, um sich irgendwie zusätzlich abzustimmen oder so, das ist dann völlig offen. Aber also das ist jetzt eine Idee. Vielleicht könnte man auch eine andere Art von Infrastruktur nutzen, die möglichst niedrigschwellig ist, aber es gibt noch eine Nachfrage dazu. Aber das ist jetzt sozusagen erstmal die Idee, wie man es in Messengern umsetzt. Soweit ist die Überlegung noch nicht, aber grundsätzlich glaube ich, dass es auch dort Möglichkeiten gibt. Ah, okay, ja gut, das mit dem Funktionsaccount wird halt da nicht funktionieren. Darauf zielte meine Frage ab. Aber du meinst, ihr habt euch darüber noch nicht Gedanken gemacht, okay. Okay. Wie funktioniert das? Kannst du einen Ticken lauter sprechen? Wie funktioniert das mit den föderierten Instanzen zum Beispiel bei Mastodon, wenn man außerhalb einer Blase ist oder auf einer Instanz ist, die nicht mit eingepeert hat, auch zum Beispiel das Repo für die entsprechenden Regeln der Community zu finden, der man zugehört? Weil das wird man ja wahrscheinlich unter dem Hashtag irgendwie am Anfang ankündigen und dann möglicherweise ist man auf einer Instanz, die den Hashtag nicht sieht und dann denkt man, okay, der Hashtag gehört vielleicht zu einer anderen Gruppe oder ist gar nicht diesen Gruppenregeln unterlegen. Wie stellt man das sicher? Ich fürchte, ich habe es nicht ganz verstanden. Zum Teil akustisch, zum Teil inhaltlich. Kannst du es nochmal? Also ich glaube, die Frage ist, wenn jetzt Leute irgendwie auf das drauftreffen, auf diesen Hashtag und den nicht verstehen, wie sie es halt wissen können, wenn eventuell auch dieser Funktionsaccount durch fehlende Federation und so nicht erreichbar ist. Ich stecke auch ein bisschen zu wenig in Mastodon-Details drin oder ActivityPub-Details, um das komplett zu verstehen, aber möglicherweise mache ich auch einen Denkfehler, aber ziemlich die Frage. Also, ich glaube, ich habe die Frage jetzt verstanden. Der Hashtag, insbesondere ohne Vokale, ist alles andere als selbsterklärend. Wahrscheinlich ist es sinnvoll, wenn
man begleitend zu den eigentlichen Diskussionen, die mit dem Hashtag getaggt werden, noch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit macht. Also das heißt, wenn der Account zum Beispiel jetzt auf im Fediverse eine angepinnte Nachricht hat, der das irgendwie erklärt, idealerweise mit einem Video. Und in dem, das, deswegen war das ja auch auf einer der Folien zu sehen. Genau, dass idealerweise sozusagen Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden sollte. Also das heißt, dass die Leute, die das gut finden, dann auch darüber reden, um es wachsen zu lassen. Ich würde aber das erst als zweiten Schritt sehen, also vielleicht erstmal nach Erfahrung sammeln, erstmal eine Testphase, weil es gibt ja den schönen Spruch, es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Und das heißt, bevor man das jetzt so richtig in die ganz große Öffentlichkeit trägt, müsste es erstmal gut funktionieren. Nicht, dass sich dann irgendwie eine der Regeln als völlig unpraktikabel oder so rausstellt und dann sind alle frustriert und lassen es sein. Und ja, der Hashtag ist nicht selbsterklärend, aber durch Öffentlichkeitsarbeit lässt sich das Problem, glaube ich, lösen zum gegebenen Zeitpunkt. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja, also erstmal, ich finde das total spannend als eine Grundidee, was da drin steckt. Was meine Nachfrage ist oder auch so ein bisschen, wie das vielleicht besser funktionieren könnte, das geht ein bisschen in die Richtung, was wir auch von da hinten gehört haben. Mein Problem ist, es gibt jetzt irgendeine Diskussion, die eskaliert. Also zum Beispiel bei Datenspuren 24 passiert irgendwas, knallt hoch. Dann ist es ja erstmal, dass unter diesem Hashtag diese ganze Diskussion läuft. Wenn wir jetzt überlegen, wir wollen das gut hinkriegen, dann wird es ja relativ schnell passieren, dass Menschen spitz kriegen. Nicht nur, aha, sie müssen diesen Hashtag verwenden, sondern eben auch, sie müssen diesem System-Account folgen. Und wenn sie das auch mit einem Klick machen können, dann haben wir ja schon das Problem, dass dieses Blocken von den Leuten dann in dieser konkreten also Situation eigentlich nicht funktionieren kann. Und darum überlege ich mir, ob dieses ich folge dem System-Account nochmal eine größere Hürde sein müsste. Also im Sinne von, ich muss so ein Mini-Bildungsprogramm durchlaufen, da selbst reflektieren, um dann überhaupt in dieser Gruppe drin zu sein. Das kann sehr gut sein. Das Folgen eines System-Accounts oder diese Implementierung ist sozusagen das niedrigschwelligste, was ich mir vorstellen kann. Das kann sein, dass das zu niedrigschwellig ist. Wahrscheinlich ja, dann müsste man das eventuell mit vielleicht mit einer sozusagen mit einer Zeit, dass man dem schon eine gewisse Zeit lang folgen kann, dass der Anreiz, dem jetzt zu folgen, um aktuell sich völlig überemotionalisiert in irgendwas einzumischen, dass der geringer ist. Das gibt es, glaube ich, auf YouTube, wenn ich mich nicht irre, dass man sozusagen am Chat teilnehmen kann, wenn man seit mindestens 24 Stunden dem Account folgt und so. Und das kann sein, dass das immer noch zu niedrigschwellig ist, aber es ist schon erstmal eine höhere Hürde. Und das glaube ich, spätestens an dieser Stelle ist die reine Theorie zu Ende, sondern das muss man dann irgendwie mal ausprobieren. Und vielleicht noch, um da ein Missverständnis auch vorzubeugen, ich weiß noch nicht so, also das ist nicht primär als sozusagen Feuerwehrwerkzeug gedacht, wenn es irgendwo schon brennt, dann irgendwie reinzugehen und zu sagen, jetzt versuchen wir die Kuh wieder vom Eis zu holen, sondern eigentlich ist die Idee eher, vielleicht ist das zu optimistisch, aber dass sozusagen schon die ursprüngliche Nachricht zum Beispiel irgendeine These zu einem kontroversen Thema raushaut und praktisch die ursprüngliche Nachricht schon klar macht, hier werden konstruktive Beiträge willkommen geheißen. Und also das soll sozusagen jetzt mal eine möglichst kontroverse, aber trotzdem kontroverse, konstruktive Diskussion werden. Und nicht, wenn irgendjemand nachts um vier seine Wut freien Lauf lässt, dann wird es schwierig. Dann ist es halt wieder Teil des Rauschens passiert, nimmt man hin. Wir werden noch so zwei Fragen schaffen. Hier ist eine. Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich komme nicht aus dem Technischen, sondern eher aus der Debattenkultur. Und ich würde jetzt tatsächlich so einen Vorteil sehen von dieser Hashtag-Einführung, dass man auch, wenn man zu spät einsteigt in die Diskussion, sich ein bisschen dran entlanghangeln kann. Ja, also worum geht's hier? Wie sind die Meinungen verteilt irgendwie? Kann ich noch mit mich einbringen? Das hat mich jetzt aber zu der Frage gebracht, wäre das nicht vielleicht auch eine Art von interessantem Ansatz, dass man nicht sagt,
SVKD, ich bin konstruktiv als Hashtag, sondern irgendein Hashtag, der sagt, dieser Beitrag ist überzeitlich interessant. Ja, das würde den Vorteil eventuell bringen, dass das nicht als überheblich wahrgenommen wird. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass das durchaus Leute an, also reizt, ne, wenn man sagt, dieser Beitrag hier ist konstruktiv. Das kenne ich so aus Debatten. Wollte ich mal deine Einschätzung zu hören. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, wir haben eben beim Diskutieren im digitalen Raum die Herausforderung, dass irgendwann Kommunikation fließend in Dokumentation übergeht. Also gerade bei gruppeninternen Prozessen. Und das sind aber ganz andere Anforderungen. Bei Kommunikation, da ist noch nicht klar, was eigentlich das Ergebnis sein wird. Und wenn man dann ein paar Jahre später sagt, warum haben wir uns eigentlich damals für dies und jenes das entschieden? Und sich dann nochmal alle Kommunikationen durchzulesen, ist irgendwie sehr schwierig, genau wie du es gesagt hast. Zu dem Zeitpunkt, wo das noch im Fluss ist, ist es, glaube ich, aber schwer zu entscheiden. Und also meiner Meinung nach ist die aktuell beste Lösung, dass kuratiert aus der Kommunikation sozusagen dann das Wichtigste destilliert wird, dass man ein Protokoll schreibt und so weiter. Das passiert aber aus Aufwandsgründen leider zu selten. Vielleicht kann Technologie da auch irgendwie helfen. Vielleicht kann ein Hashtag, den man prophylaktisch sozusagen hinzufügt, da auch helfen. Aber ich sehe da auch den Punkt, dass es die Leute, die tendenziell eher ein bisschen bescheiden sind, gehen damit sparsam um. Vielleicht zu sparsam, und die Leute, deren Ego größer ist als das, was dahinter ist, gehen damit nicht so sparsam um, und dann ist er nur so bedingt hilfreich. Das führt mich aber noch zu einem anderen Punkt, nämlich ich glaube, das ganze Thema Desinformation und so weiter macht es mehr als offensichtlich, dass die Art und Weise, wie wir mit Informationen umgehen, ich sag mal, suboptimal ist, und dass wir da noch deutlich besser werden müssen, sozusagen, dass man langfristig verlässliche Informationen, und verlässlich heißt dort sozusagen von einer Instanz, der man selber vertraut, dann irgendwie bestätigt, zum Beispiel mit Hilfe kryptografischer Signaturen oder so, dass man da Systeme finden muss. Und da kann das auf keinen Fall die alleinige Antwort sein. Das könnte ein Werkzeug sein, weil im Festlegen von der Frage, was ist eigentlich jetzt verlässliche Information, entstehen ja auch wieder Kontroversen. Und die werden, also ich arbeite in der Wissenschaft, da ist es zum Teil auch nicht immer alles so, dass sich Leute, sagen wir mal, gesittet miteinander unterhalten, sondern gibt es halt auch unterschiedliche Schulen, die sich bekämpfen und so weiter. Ne? Und da kann so ein, oder sozusagen eine allgemeine, ob das jetzt das ist oder was anderes, eine Verbesserung der Diskussionskultur kann da irgendwie einen Beitrag dazu leisten, aber ich glaube, da brauchen wir noch andere Systeme. Und da bin ich auch sehr interessiert, das ist aber ein anderes Thema. Wir können noch eine kurze Frage machen. Da ist eine Meldung. Ja, du hattest vorhin ja kurz von diesem Gremium, was so ein bisschen entscheidet, wenn kontroverse Debatten dabei sind. Meine Frage geht eher in die Richtung, was passiert, wenn jemand geblockt wurde, aber sich selber reflektiert und vielleicht zukünftig an dem Projekt trotzdem noch teilhaben möchte, wie wird die Entscheidungsfindung dafür getroffen, dass die Person dann irgendwann wieder teilhaben kann? Ja, gute Frage. Ich finde es grundsätzlich problematisch, wenn sozusagen Entscheidungen unwiderrufbar sind. Deswegen könnte man sich so vorstellen, dass es verschiedene Abstufungen gibt, zum Beispiel so wie beim Eishockey, irgendwie gibt es Zeitstrafen, und so könnte man es ja auch machen. Also das heißt, man ist dann halt erstmal für eine Woche raus oder so, das heißt, dass man nach einer Weile automatisch wieder dabei sein kann, oder was jedem natürlich unbenommen bleibt, sich unter einer anderen Identität dann irgendwie besser zu verhalten. Also das würde jetzt bei diesem Fediverse-Anwendungsbeispiel sehr unkompliziert sein, muss man sich halt einen neuen Account klicken. Wenn man das Ganze auf einer Mailingliste umsetzt, ist es dann schon wieder schwieriger, aber ich glaube, das sind lösbare Umsetzungsfragen. Genau, ja. Sehr gut. Dann nochmal einen großen Applaus an Carsten. Sorry.
Und ich habe hier noch so ein paar Highlights aus dem Programm aufgeschrieben. Jetzt gerade genau diese Minute beginnt an der Bar vorne der Wikidata-Spiele-Nachmittag. Wenn ihr gerne Quizzes auf Grundlage von Wikidata-Einträgen mitspielen wollt, könnt ihr da euch noch einfinden. Ansonsten 13 Uhr im kleinen Saal geht es um digitale Mündigkeit in Schulen. Wir greifen das Thema Open Educational Resources wieder auf, was wir gestern schon mit dem Schulstick hatten. Und danach schalten wir hier dann ebenfalls um 13 Uhr auf Englisch um. In the big hall at 1 p.m. there will be a talk on Sequoia PGP, a not quite new implementation of OpenPGP, presented by Neil Walfield. See you then.